Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Time at Portia. Was ist das? Oder Herzknoten, können wir uns verloben. Aber ich will eigentlich nur Pigmente haben. Wir brauchen Pigmente, damit wir Gummiriemen herstellen können, beziehungsweise damit wir Leder herstellen können. Und ja, wenn wir gerade schon hier sind, sneaken wir mal kurz ins Museum und schauen mal, was für Relikte heute getauscht werden. Ob da was geht. Ob das habe ich schon mal irgendwann hingestellt, ne? Ja, der Gegenstand ist schon im Museum. Das geht nicht ins Museum. Es geht alles, glaube ich, was wir herstellen, was ich herstellen kann, kann auch ins Museum. Das Gemälde, habe ich das nicht schon? Guck doch, da oben steht es auch schon. Schon im Museum ausgestellt. Mi, 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 mi. Okay. Okay, Ventilatormodell 3 habe ich nicht. Ein Pferdehintern, den habe ich auf jeden Fall. Soldat mit Lanze 5 und Meerjungkatzenstatue Teil 3. Gucken wir mal, was ich mir merke, bis wir wieder daheim sind. Wissen wir alle. Ja? Wissen wir alle, es kann durchaus sein, dass ich das alles wieder vergessen habe. Der Soldat war mit der Lanze. So. Hier ist gerade recht wenig Baumbestand, vielleicht weil irgendwer mit der Kettensäge hier mal ausgerutscht ist. Aber so ist halt, ne? So, Relikte. Was bist du? Soldat mit Klinge, Soldat mit Lanze, den wollt ihr haben, glaube ich. Ich glaube, den habe ich ja selber noch nirgendwo stehen, aber ne, ich tausche ja gerne. Dann die Meerjungkatzenstatue 3. Aha. Und Pferdearsch. Ich glaube, den anderen Pferdearsch, den ich auch nicht habe. Also ich nehme jetzt mal einen Pferdearsch mit, den hier, aber ich glaube, es war der andere Pferdearsch. Es klingt jetzt blöd, aber ist halt so. Gut, 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 gut. Schmeiß mal direkt mal noch welche an. Das dauert ein bisschen. Moin, Emily. Dann gucke ich mal, ob wir hier tauschen können. Dass, wenn ich alles, was ich herstellen kann, auch ins Museum stellen kann, dann ist es eigentlich ein einfaches, hier noch ein paar Punkte rauszuholen. Ja, es war der Dreier. Soldat mit Lanze, haben wir weggetauscht, kriegen wir alte Thermos. Das ist halt eigentlich kein guter Tausch, aber eine Beziehung plus 10. Das ist halt so der Grund, warum ich tausche. Ventilatormodell. Ich habe heute noch die Mine. Das wäre so ein Punkt, den man beachten sollte. Könnte man noch mal ein bisschen Kupfer rausholen. Alles, was ist los? Hey, Was ist los? so Molly's a flying pig. I've heard a lot about them. They're supposed to be invincible fighters. Das macht keinen Sinn. Ich glaube Goodbye. nicht, dass irgendwer unverwundbar ist. Was ich meine, ne? Die denken immer alle hier, sie wären krass. Aber dann komme ich. Ich bin der Handwerker, ne? Und das ist schon noch mal krasser. Das braucht noch 3 Minuten. Alles einsortieren. Dann gehen wir noch mal in unsere Relikte. Ist halt so, so was von voll mit Dingen. Möbel können wir auch direkt mal wieder reinschmeißen. Nicht wegschmeißen. Steine? Kaisergold? Ich habe doch noch eine Fischtruhe, oder? Auch lang nicht mehr geangelt. Ich könnte mal wieder eine Runde angeln, um Kech zu machen. Ich hieß. Was war die Aufzugsteuerung? Das Gemälde können wir unter. War ich auch verticken direkt. Das können wir doch auch direkt verticken. Ist heute ein guter Tag zum Verkaufen. Wir müssen schauen. Ich werde direkt mal in die Baugesellschaft rein.
Moin. Mal Bild kaufen die? Kaufen die Bild? Ja, Bild kaufen sie. 90 ist aktuell. Der nützlich. Ja, würde ich jetzt bei einem Bild nicht unbedingt sagen, dass das so nützlich ist, aber hey, ne? Who am I to judge? So. Die Frage, kann ich selbst so einen einfachen Mini-Ofen schon spenden? Oder einen Steinofen. Bauen. Fehlt mir ein Steinhocker. Ich weiß, unrealistisch eigentlich, dass mir ein Steinhocker fehlt. Aber mir fehlt ein Steinhocker. Dann gehe ich doch mal kurz hier. Möbel, Möbel, Möbel. MW Möbel. Ausdauer plus 6 bringt die Couch. Noch eine andere Couch. Ich bin ja eigentlich so der Freund von der Bärchen-Couch, aber ne, wenn man dann in das andere Zimmer kommt und da überraschenderweise, okay, es würde mich wahnsinnig machen, dass die nicht symmetrisch steht, aber ey, machst du nix. So, ich muss jetzt mal gucken, wir bauen das jetzt und wenn wir das gebaut haben, dann geht da ja vielleicht was. Ich glaube, wir sollten es auch direkt hier bauen. So. Braucht das hier? Ein Steinhocker, damit man auch da sitzen kann. Und 10 Holz. Kann ich Holz einstecken? Nee. Das habe ich vermutlich in der Holzkiste. So, platzieren. Komm, gib her. Aha, die Petra hat ein Fisch-U-Boot gesehen. Kann im Museum platziert, ja. Wir können vermutlich so ziemlich alles, was hier so existiert, im Museum platzieren. Schleifmaschine. Fehlen mir 2 Schleifsteine. Stellen wir her. So, 2 Schleifsteine. Gar kein Problem. Schleifstein bauen. Carol hat die alte Gegensprechanlage gesehen. Ja, lohnt sich. Einfache Schneidemaschine. Was brauche ich? Kupferklingen und Steinziegel. 5 mit 2. Ah, Mist, das waren die Kupferdrähte. Die wollte ich doch gar nicht. Ich wollte auch Kupferklingen. Weil Kupfer ist so ein stabiles Metall, hust, hust, dass man das einfach zum Stein schneiden nimmt. Ich würde mich sehr wundern, wenn man damit irgendwas schneiden kann, aber ist ja nur für Holz gedacht. Da kann man schon mal, naja, selbst da kann man Kupfer eigentlich nicht nehmen. Steinziegel wollte ich noch. Würden Sinn machen in der Steinkiste? Da sind sie auch. So. Soll ich das machen oder einfach die da vorne nehmen zum Spenden? Aber die produziert halt aktuell noch Hartholzdielen. Mein Hallo? Hartholzdielen. Da kann ich nicht einfach sagen, ey, geht nicht. Doch, ich glaube, die muss auch weiterhin Hartholzdielen produzieren. Ich glaube, da können wir nichts dran ändern. So, auch ins Museum. So lobe ich mir das. Der ist noch beschäftigt, das heißt, wir können einfache Textilmaschine. Ja, kein Ding. Marmordiele 1, Bronzerohr 2. Voll süß eigentlich, was das an Materialkosten sind. Also ich meine... Das ist 1500 Euro. Die pissig, ja. 2 Bronzerohre. Die pissig. Du Geringhandwerker, du. So. Die haben wir auch. Jetzt gucken wir mal weiter, was das nächste kosten würde. Ein Hölzern. Das wäre jetzt die Frage, ob man den auch ins Museum stellen kann. 3 Kupferrohre, 3 Hartholzdielen. Die Hartholzdielen, die können wir uns gerade nicht leisten. Tut mir leid. Brauchst du auch Hartholzdielen?
Nee, du brauchst vor allem Steinziegel. Und zwar 1, 2, 3, 4, 12 Steinziegel. Und 5 Bronzeplatten. 5 Bronzeplatten und 12 Steinziegel. Na, 12. Ja, komm. So. Ich möchte auch nicht. Ich möchte Steine. Steine, lass mich da Steine hinlegen. Steinziegel. Achso, ich muss genau das. Ich muss so leicht. Leicht dran vorbeischielen. Dann kann ich es platzieren. Ich sag dir das doch, wer. Ja, Bronzeplatten. Gib ihm. Und die Seite auch. Wunderschön ist das. Wunderschön. Fuck, nee, das kann ich jetzt nicht ins Museum stellen. Toll. Aber die Maschinen. So, 1, 2, 3. Und Nummer 4 ist hier drüben. Komm, Horst, wir stellen Dinge ins Museum. Ich würde auch den Pfosten da hinstellen. Wenn das mal einfach mal sieht, Step by Step, wie so eine Brücke aufgebaut ist, hergestellt wird und welche handwerklichen Meisterleistungen meinerseits vonnöten waren. Klar, Steinofen, gib ihm. Klar, gebe ich auch. Guck mal. Das ist ein Handwerksmuseum, da kann man gucken, wie. Ich finde das ja echt schön. Schleifmaschine wird verwendet, um Maschinenteile herzustellen. Benötigt viel Energie. Gespendet von Yogi. Steinofen wird verwendet, um Kupfer und Zinnerze zu Metallbahnen zu schmelzen. Gespendet von Yogi. Wird verwendet, um Leder und Felle zu verarbeiten. Gespendet, richtig von mir. Wird verwendet, um Holz und Holzbrettern zu schneiden. Gespendet von Yogi. Da fällt mir ein, wir haben noch nicht den Allesschleifer gemacht. Ich krieg einen bunten Hut. I took a look at the plane parked outside. It's using older engines, but it's been maintained very well. Seems like their guild has some good engineers. Ich bin jetzt kein Handwerker mehr, ich werde jetzt Ingenieur. Dem Ingenieur ist nämlich nichts zu schwer. Ja, hier. Thank you for giving me a present. Na, bitteschön. So, was kann die Hut, die bunte Hut? 52 Leben und 30 Widerstand. Weiß halt nicht, ne, was der Widerstand ist. Also ich weiß, was der Widerstand ist, ne, da bin ich widerständiger gegen Schaden. Aber ich weiß nicht, ne, konvertiert in Leben. Wenn der mich jetzt mit 100 Damage schlägt, zieht mir das vergleichsweise wenig Leben ab, oder? Was geht da ab, ne? Ah, der ist auch schon wieder fertig. Hat sich echt gelohnt, das Maschinchen hier. Schön nebenher alles bauen lassen, basteln lassen. So, haben wir mal unseren Aufzug. Wasserrad, Eisenholz, Aufzug. Es fehlen halt immer noch nur die Hartholzdielen. Und wir könnten mal den schon mal hier reinkloppen. Steuerung. Die ist aber süß. Da kann ich mit meiner kleinen Hand. Da nehme ich mal ein kleines Händchen für. So. Hartholzstiel, Eisenholzstiel 20. Carbonstahlbarren 20. Holzsäule. Ah, die habe ich auch schon. Und Hartholzstiel. Und Flaschenzug. Da sind die Holzsäulen. Die brauchen wir nämlich. Das sind nämlich so Holzsäulen. Die sehen gar nicht so aus, wie wir alle dachten. So, 20 ist teuer. Oh, viel Stahl. Eisenholzdielen müssten auch noch hier irgendwo sein. Holzmaterial vermutlich eher. Auch nicht. Dann wahrscheinlich Eisen. Können wir die schon mal reinkloppen? Ja. So. Da fehlen noch 20 Hartholzdielen. Und
Ah, der Flaschenzug. Ah, können wir zwei in zwei packen? Ja, dann nehmen wir doch schon mal 20 Hartholzdielen. Holz, bitte. Holz. Holzmaterial. 20 Hartholzdielen. Und ein Flaschenzug. Ja, Metall bearbeitet. Ein Flaschenzug. Ja, sehr schön. Wir brauchen da noch ein Kabel. Oh, machen wir erstmal ein paar Platten hin. Und dann, ich bin zu klein, ich komme da nicht dran, ist blöd, ne? Hallo? Da ist er doch. Hab's doch genau gesehen. Er wurde mir doch eben angezeigt. Komm jetzt her. Wo muss er denn hin? Da müssen Hartholzdielen hin. Die habe ich ja noch nicht. Ich möchte den Flaschenzug montieren. Aufzugsteuerung. Er will meinen Flaschenzug einfach nicht akzeptieren. Aber er wird mir vermutlich auch nicht genug Hartholzdielen geben. Ach ja, Edelalu. Ich präsentiere den Flaschenzug, den ich jetzt einfach hier hintue. Wie wär's? Nö. Ich und wir bauen das wieder ab und lassen es automatisch bauen. Magnesiumpulver. Und noch ein Versuch. Komm, 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 Flaschenzug. Flaschenzug. Ich hab den Gegenstand noch einen anderen halt, ne? Er will's nicht wahrhaben. Okay, dann warten wir halt auf die 20 Hartholzdielen und bauen das dann. Weißt aber, ich glaube, den Brückenpfeiler kann ich direkt recyceln wieder. Ja, komm. Hab ein bisschen Verlust gemacht, aber so ist halt. Alles einsortieren. Sehr schön. Ja gut, wir haben auch einen Tag eine Mine und ich denke mal, den einen Tag sollten wir nutzen, weil, ne, so ist das mit den Minen. Verlassene Ruinen 1, wir haben mehr Kupfer. So, die Frage, ob wir jetzt alles vollballern mit Kupfer oder ob ich nochmal nach Relikten tauche. Können wir wieder hinten rausgehen. Oh. Ein altes Teil. Kiste. Eine Kiste. Noch eine Kiste. Das könnte fast schon was Interessantes sein. Kiste. Kiste. Es gibt viele Kisten, würde ich mal so sagen. Ich grab mich jetzt zu dem da. Da möchte ich jetzt hin. Gibt es direkt Erde und Sand. Erde und Sand. Und wovon leben sie so? Na, Erde und Sand. Vorwiegend Erde und Sand. Ob ich mit der Kettensäge auch buddeln kann? Ach, das ist eine scheiß Wandurne. Ja. Na komm, dann gibt es halt auch die Kiste. Und das da drüben ist nicht mal eine Kiste. Das könnte was sein, was ich brauchen kann. Oder halt auch nicht. Je nach Winkel ist das ja immer etwas anders. Aber gut, wir können ja alles gebrauchen. Zur Not wird es getauscht. Mit anderen Dorfbewohnern. Ein Shape. Planet Explorers. Ja, dann nehmen wir halt die Kisten auch mit. Komm. Will ja jetzt mal nicht so sein und hier einzelne Kisten verschmähen, nur weil das Kisten sind. Weil es gibt immerhin Energiesteine. Alte Teile. Datendisk. Nehme ich ja auch. Das ist ein Sockel und ein komisches Blümchen. Dann gehen wir doch mal in die Richtung rüber. Und gucken, was da so abgeht. Und hier hätten wir ein bisschen Kupfer. Ich meine, so ein, zwei Stacks Kupfer mehr oder weniger, ne? Kann ja auch nicht schaden.
Denkmodul Teil 5, das haben wir ja Gott sei Dank schon. Und das hier werden wir auch schon haben. Komisches Glasgefäß Teil 2. Was, das ist die komische Glaskuppel. Also das komische Glasgefäß Teil 1 wahrscheinlich, die Glasüberstülpürchen. Wir müssen es ja trotzdem mitnehmen. Wir können es ja schlicht einfach da. Nur ich meine, es ist jetzt schon da. Also, ich denke, eine Dose. Bis jetzt mein Favorit tatsächlich unter den Relikten. Finde ich nämlich irgendwie cool. Guck mal, dann gehen wir mal direkt darüber. Den nehmen wir nämlich auch noch mit. Was ist das da für ein Säckchen? Ach, das ist ein Stück von der Thermoskanne. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre was anderes. Er steckte hier schon halb in der Nachbarswand drin, sozusagen. Das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein Thermoskannenteil. Vermutlich. So, aber die Folge ist vorbei. Ah, das ist eine denkende Dose. Die Folge ist vorbei, dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Ich werde jetzt noch ein bisschen Energie verjubeln, um hier Relikte zu suchen und ja, vielleicht nehme ich ein bisschen Kupfer mit. Ne? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, kann man auch mal so ein bisschen Kupfer mitnehmen. Morgen um 18 Uhr geht's weiter. Bleibt gesund, hau rein und bye bye.